Hallo und willkommen zurück. Einen Moment. Ich vergesse es jedes Mal, es tut mir leid. Ja, es kam ja nicht so gut, dass ich den Schwierigkeitsgrad wieder umgestellt habe, deswegen stellen wir den wieder zurück. Gut, ich habe noch nie den hier gespielt, ich habe noch nie Cassandra gespielt, ich habe immer nur Phoebe und dann sehr einfach gespielt. Dann stellen wir wieder auf Phoebe und dann friedlich. So. Und gucken wir mal, wie wir jetzt so weiterkommen. Und tatsächlich zu dem Vorschlag, eine wirkliche Herausforderung wäre, komplett ohne Technologie auf friedlich zu starten. Ich wollte ja mal tatsächlich immer mal dieses Spiel spielen mit dem Szenario, wo du diese Ureinwohner bist, die man ja auch immer hier bei Fraktionen als Feinde hat. Hier Stamm der Ureinwohner wollte ich ja mal machen, kann man ja machen. Und dann einfach ohne Dings. Na, wie heißt es hier? Ohne Technologie. Natürlich dann wieder mit Angriffe und sowas, weil man muss sich dann ja sozusagen mit Pfeilen und primitiven Waffen gegen Leute behaupten, die dann so dicke Knarren haben. Oder Raupen. Das wäre echt mal interessant. Gut. Aber in der Wüste wäre es vielleicht auch mal interessant. Wenn man so in der Wüste, anstatt jetzt hier so Schneelande hat man jetzt, also Eislande, dann halt mal in der Wüste, wo dann halt so 50, 60 Grad ist, also eigentlich genau das Gegenteil wie hier jetzt, wäre bestimmt auch mal interessant. So, du solltest reingehen. Wieso gehen die nicht in Sicherheit? Oh, kleiner C, abgefroren. Ja, RIP. Das ist aber nicht sehr nett. Guck mal, wir haben hier Plus gerade drin, aber der stellt sich so an. So, wie geht's dem jetzt? Der muss den ja ein. Ey, willst du. Ey, was? Was war das denn jetzt? Zweimal oder dreimal hintereinander. Da haut man direkt auf Phoebe, ja, um und dann passiert sowas. Ja, der hat den kleinen C verloren. Who cares? Who fucking cares? War das jetzt zu kalt für die Batterie oder was? Kann denn hier keiner bauen? Ja, reparier mal schön. Melendez muss erstmal jetzt hier wieder Dings bauen. Konstruktion 6 hat er ja, also kann er die ja bauen. Was fehlt denn? Haben wir keine Bauteile mehr oder was? Ich sehe gerade, doch, 16 Bauteile haben wir noch. Da. So, toll, jetzt haben wir hier kein Dach. Toll. Leute, Dach erstellen. Wie wär's mal mit Dach erstellen? Danke. Was baut er denn da jetzt? Ach so, eine Mechanikwerkbank, einen elektrischen Herd. Schön. Was ist das denn? Was ist denn Katatonie? Ach so. Wegen Kannibalismus. Ah, soll er doch machen. Chillt er da?
Ich meine, hier wächst ja mittlerweile ein bisschen was. Können wir ja schön was machen. Stell mir das gerade vor, wenn du dann so ein Stamm ohne Technologie bist, dann in der Wüste. Das würde ja auch funktionieren, weil wir haben ja hier diese passiven Trocknungen irgendwo. Oder muss man die forschen? Hier passive Kühlung. Ich glaube, ohne Technologie hier zu überleben wär nicht möglich. Weil du müsstest dann halt nicht nur direkt auf Essen anbauen gehen, sondern auch direkt auf Bäume anbauen, um halt Fackeln und sowas hier reinzusetzen. Wieso kriegt er denn jetzt hier keinen Strom? Wieso gibt es denn jetzt hier keinen Strom? Hier arbeite mal an der Batterie bitte. Irgendwie stimmt hier was mit dem Strom nicht. Wie der Reis ist erfroren. Oh nee, ey, warum geht denn jetzt die Heizung nicht? Ich verstehe es nicht. Kriegt ihr nicht genug Strom? Danke, Phoebe. Phoebe Friedlich, Dreckdrip. Ach so. Der Regen. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Jetzt verstehe ich. Ja gut, mein Fehler. Komischerweise geht jetzt die Heizung wieder. Das ist doch. Das war mein Fehler. Es tut mir doch leid. Aber jetzt müssen wir hier mal wieder den Boden glätten. Aber wie gesagt, anbauen, ne? Eins. Jetzt haben wir auch kein Essen mehr. Naja, was willst du machen? Fangen wir halt von neuem an. Ist aber neu, ne, dass dann die Dinger hier direkt kaputt gehen. Das war vorher nicht. Gab es wieder ein Update oder was? Hab ich eigentlich nicht mitbekommen. Eigentlich müssten wir auch mehrere Heizungen machen. Einfach nur, um sicher zu gehen, ne? Komm, wir setzen einfach hier noch eine hin. So, und kannst du bitte mal jetzt hier die Batterie? Es fehlt Stahl, alles klar. Haben wir irgendwo Stahl in der Nähe? Haben wir nichts in der Nähe? Ja, warum ist der denn so kalt, Mann? Na gut, ist halt scheiße kalt draußen, ne? Hier. Schon wieder was. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Was passiert denn jetzt hier? Und warum ist hier jetzt auf einmal so kalt drin? Ist jetzt, weil wir diesen Raum hier jetzt geöffnet haben, wegen Jugulias, war ja seine Idee, können wir den Raum hier nicht mehr warm genug halten? Ja. Ach nee, Nahrungsmittel. Verstehe. Okay.
Es liegt an der Nahrung. Okay. Ja, jetzt kommen noch die Fäulnis. Weißt du was? Wir killen uns jetzt gegenseitig. Okay. Oh. Jimmy, du kannst ihn essen! Ja, Melendez ist tot, aber er schmeckt lecker. Ne, du kannst den jetzt noch schlachten und dann kannst du auch seine Sachen anziehen, ne? Hier den dicken Parker kannst du dir anziehen, die Mütze. Guck mal hier, warte, jetzt habe ich pausiert. Hier zieh dir den an und den. So, jetzt müsste doch wärmer sein. Eine Herde Mufflons. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir direkt los hier. Kannst du jagen? Wo ist die? So, alle. Los, Jimmy! Wobei, denen geht's nicht gut. Wir sterben jetzt eh. Wir sterben jetzt. Der hat immer noch Nahrungsmittelmangel. Egal, wir müssen die Mufflons töten. Okay, kannst du den direkt schlachten oder so? Ne, warte, schlachte den direkt. Ja, die Map ist jetzt leider nicht so groß, deswegen kommen viele weg, aber zwei haben wir auf jeden Fall schon mal. So, ich hoffe, der schafft das noch, bevor der umfällt. Komm schneller. Was ist los mit dir? Wir kriegen diesen scheiß Raum nicht mehr erhitzt. Jimmy, bau den Raum hier zu. Ich denke, selbst wenn, weil wir uns es, wenn es leichter wäre, wenn mit Angriffen, hätten wir trotzdem nicht überlebt, von daher. Komm, Jimmy, mach hinne jetzt. Das ist Ultraspeed. Traurig, ne? Die Heizung, die kann nicht mehr. Boah, Jimmy, was ist los mit dir? Na komm jetzt. Ach so, der hat nur Konstruktion 1. Ja, scheiße. Ja gut, der muss jetzt bauen üben. Wieso holt er sich denn nicht von hier? Ach, die Fackeln sind alle ausgegangen. Haben wir noch Holz? Habe ich gar nicht gemerkt. Die ganzen Fackeln, die wir hatten, sind alle ausgegangen. Na, ist ja klar. Ohne Fackeln kann die Heizung alleine, kann das nicht. Ja. Schade. Ja gut, im Moment geht's ihm noch. Aber wir können halt nichts mehr anpflanzen. Aber wir müssen noch einen Mufflon haben hier oben irgendwo tot. Da ist noch ein totes. Oh, wir haben sogar noch zwei Tote, das ist gut.
Ich frage mich nur, warum der hier nichts rausnimmt. Will der das Menschenfleisch nicht essen oder was? Ich meine, könnten wir denn noch einen Trichter bauen, damit der nicht so viel, weil der verbraucht ja so viel mehr. Okay, wir setzen hier einfach nochmal einen Trichter hin. Komm, wir knallen hier einfach alles voll mit Trichtern. Jimmy, beeil dich. Wir machen mal so, dass der Bergbau hochsetzt, dass wir Bergbau hochsetzen. Ja, kochen kann er jetzt ja gerade eh nicht. Muss halt jetzt erstmal den Bergbau hier machen, damit wir wieder Stahl kriegen. Dann kann er die Trichter bauen. Ja, dann soll er mal anfangen, Boden zu glätten. Ich meine, was hat der jetzt für eine Wohlfühl? Oh, bis minus 41, das ist doch nicht schlecht. Aber gut, es ist über 70 draußen. Beeil dich! Schneller! Ah, das könnte er nicht schaffen. Könnte zu knapp sein. Ich habe mich ja an so einen Geysir gestellt dann, ne, um mich ein bisschen aufzutauen. Wo bitte? Oh, das ist auch noch schön gelandet. Perfekt. Alter, wieso ist Jimmy so langsam, ne? Okay, erstmal rein aufwärmen ein bisschen. Stell dich direkt an die Heizung. Du musst dich selber behandeln, ja komm, behandle dich mal selber. Ach, er muss auch noch schlafen, das gibt's ja auch nicht. Okay, wir setzen einfach mal Kochen runter. Damit er jetzt ja zuerst mal den Bergbau macht. Aber erstmal muss er natürlich wieder den ganzen Tag schlafen. Die Sau. Na komm, Jimmy. Naja, wenigstens kann er das schnell. Das wäre ja sonst auch Abfuck, wenn er jetzt auch noch 100.000 Jahre brauchen würde, um hier Stahl abzubauen. Jetzt setzen wir Bauen nochmal auf 1. Muss er ja ein bisschen lernen. Was macht er denn jetzt? Ach, er will die Fliesen machen. Haben wir nicht eine Schneeräume? Haben wir gemacht, okay. Na, er kann ein bisschen Konstruktion lernen. Oh Mann, das wird ewig dauern, bis der wieder auf Stufe 6 ist. Hier, bauen wir lieber die Trichter jetzt. Damit wir nicht so einen hohen Fleischverbrauch haben, ne? Darum geht's ja. Ne, dann sollte er sich hier so einen Dingens rausnehmen. Verbrauchen wir nicht so viel Fleisch.
Ich habe überlegt, wir könnten ja eigentlich den Raum hier verbinden, aber dann brauchen wir auf jeden Fall, hier brauchen wir auf jeden Fall zwei Heizungen, um diesen Raum allein zu erhöhen. Und wenn wir den jetzt noch dazu nehmen, dann brauchen wir bestimmt für diesen Raum allein, brauchen wir wahrscheinlich drei Heizungen. Und wir können ja nicht mal eine im Moment bauen. Jimmy, warum nutzt du denn nicht hier? Der hat doch genug Strom. Oh, wir können doch Batterie bauen. Ja, dann bauen wir die Batterie, Freundchen. Ich dachte, der kann keine Batterie bauen, weil der nur Stufe 1 ist. Wehe, du failst. Gut. Ja, komm, den hier machen wir mal aus. Den machen wir jetzt mal aus, weil das bringt hier nichts, sonst geht die Heizung nämlich nicht. Na komm, mach hinne, mach aus. So, den machen wir, ups, den machen wir aus. Den machen wir aus. Den machen wir aus. Jimmy, jetzt nutzt diesen scheiß Nährstoffspender. Du kannst doch nicht alles roh essen, ey. Also so wie es aussieht, will der eher Sachen roh essen. Wir können den auch nicht befehlen, hier daraus zu essen. Der holt sich einfach aus dem Trichter. Jimmy, arbeite lieber mal hier weiter. Da ist wärmer. Also, Jimmy, wie sieht's aus? Scheiße sieht's aus. Naja, wenigstens ist die Batterie voll. Warum ist der Mufflonfleisch so? Schmeckt das so viel besser als Nährstoffpaste? Ich weiß nur, dass der so viel mehr verbraucht. Das gefällt mir gar nicht. So, wir glätten hier den Boden aus einem ganz einfachen Grund. Es kostet keine Ressourcen. Es gibt viel mehr Skill, also es levelt viel besser. Und es sieht schöner aus. Das heißt, die Zufriedenheit steigt. Und wir haben ja eh ziemlich große Probleme mit Zusammenbruch. Risiko. Deswegen ist das eigentlich eine sehr gute Idee. So, gleich ist das Stufe 3. Aber wir können ja mal hier die erzwungenen Sachen, können wir ja mal wegmachen. Damit eventuell er bessere Sachen anziehen kann. Ich weiß, dass das mal, wenn man die Erzwingung wegmacht. 75, ja, komm. Dient als Futter. Die hat eh nichts an. Kopieren hier erstmal. Oh, Scheiße. Jimmy. Zieh dir mal was an, Omi. Du musst auch treffen, Jimmy.
Wo ist deine. Wo ist denn die Knarre? Ach, da liegt. Oh. Oh, wir haben verloren. Nein! Nicht Jimmy! Omi, jetzt hol dir das Gewehr. Omi! Wir retten nie wieder Omis. Oh, die hätte aber bauen können. Ah, Gott sei Dank, endlich. Ja gut, war eine kurze Folge, ne? Dann fangen wir in der nächsten Folge wieder von vorne an. Ich bin gerade echt überlegen, weil irgendwie gefällt mir das Winterszenario gar nicht, aber Wüstenszenario hätte ich auch mal gern probiert. Aber hier ist der verlorene Stamm, ne? Ohne Technologie halt mal so bauen. Klar, man fängt direkt mit 5 Personen an und hat auch 3 zufällige Tiere. Aber ich denke, das wäre auf jeden Fall eine interessantere Herausforderung, als jetzt irgendwie so mit einer Person in Eislande zu überleben. Oder Na, die Wüste könnte nochmal interessant sein, weil ich noch nie in der Wüste gestartet habe. Aber wenn man der verlorene Stamm irgendwo startet, also wieder da, wo auch Tiere sind, wo auch Dings sind, und dann einfach komplett auf Technologie verzichtet, könnte das sehr interessant werden mit den Angriffen. Stelle ich mir zumindest so vor. Ja, dann würden wir immer nur auf halt Bögen gehen, Knüppel und Messer und sowas. Dürfen ja auch keine richtige Kleidung machen, sondern nur so Stammeskleidung, Kopftücher und sowas. Naja, mal überlegen. Auf jeden Fall, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!